Präsident Johnson war ein einsamer Mann, als er der Weltöffentlichkeit die Umrisse der künftigen amerikanischen Vietnampolitik mitteilte. Allgemein wird erwartet, dass die US-Truppen um 220.000 auf rund 400.000 Mann erhöht werden. Das entspräche fast dem amerikanischen Engagement im Koreakrieg. Während einer vorzeitig abgebrochenen Konferenz auf Hawaii jedoch wurde sichtbar, dass die amerikanischen Maßnahmen, insbesondere gegen Nordvietnam, von der südvietnamesischen Regierung als bei weitem zu gering kritisiert werden. Die Empfehlung einiger amerikanischer Generale, das offene Land den Kommunisten zu überlassen und die amerikanische Präsenz auf einige Küstenstützpunkte zu beschränken, um einen Krieg mit China zu vermeiden, wurde verworfen. Doch neben der militärischen planen die USA eine soziale Offensive gegen die Missstände in Südvietnam. Längst fällige Bodenreformen sollen die Bevölkerung für die Ideen zurückgewinnen, für die Amerika in Asien kämpft. Das erhöhte Engagement Amerikas wurde in Ost und West nicht ohne Kritik aufgenommen. Die Art und Weise jedoch, in der sich etwa 1000 Berliner Studenten zu anti-amerikanischen Demonstrationen hinreißen ließen, verdient den Tadel, mit dem die Öffentlichkeit darauf reagiert. Alle Parteien haben die Ausschreitungen der Demonstranten scharf verurteilt. Am leichtesten mögen sich die Amerikaner selbst mit den Protesten ihrer jugendlichen Schützlinge abgefunden haben. Denn die Anwesenheit der USA in Berlin gilt bekanntlich nicht zuletzt der Bewahrung der Freiheit, Meinungen äußern zu dürfen. Erfindern war der Umgang mit dem Magnetismus schon immer vertraut, jenem phänomenalen Vermögen gewisser Stoffe Eisen anzuziehen. Doch wer bisher glaubte, dass bereits sämtliche denkbaren Anwendungsmöglichkeiten dieser Naturerscheinung patentrechtlich geschützt seien, hat sich geirrt. Der heute 52-jährige Maschinenbauer Friedrich Lühling aus Schleswig-Holstein schuf bereits 1954 die Voraussetzungen für den Dauermagnetmotor. Inzwischen glaubt er seine Erfindung so weit vervollkommnet zu haben, dass es ihm an der Zeit erscheint, den neuen Motor in der UFA-Wochenschau zum ersten Mal vorzustellen. Es ist mir entgegen aller herkömmlichen Kenntnisse über den Dauermagneten schon 1954 gelungen, Dauermagneten zu neutralisieren. Der rotierende Anker wird von dem Magnetsystem angezogen bis kurz vor dem Punkt, wo er ihn festhalten will. Im selben Augenblick setzt die Neutralisierung der Magneten ein, sodass der Anker ohne jegliche Rückzugskraft, ohne jeglichen Restmagnetismus sich herausdreht. Dieses Neutralisieren geschieht bei dem laufenden Versuchsmotor bei 290 Umdrehungen 580 Mal in der Minute. Ein Magnetmotor kann mit einem Satz Magneten ohne Unterbrechung 10 bis 20 Jahre laufen. Die Möglichkeit der Ausnutzung eines Magnetmotors liegt auf allen Gebieten. Nicht zuletzt auch als Autoantrieb, ohne lästiges Motorengeräusch und gesundheitsschädigende Auspuffgase. Und noch in diesem Jahre soll diese Versuchsmaschine einen PKW antreiben. Der Wert dieser Erfindung zeigt sich auch wohl in dem jahrelangen Bemühen anderer, die Sache einfrieren zu lassen bzw. sie zu sabotieren. Der Eröffnungsflug der Lufthansa über die Anden an die Westküste Südamerikas brachte uns in die Hauptstadt Perus, nach Lima. Limas 2 Millionen Einwohner, das ist ein Sechstel der peruanischen Gesamtbevölkerung, verdeutlichen ein Problem, das den Kontinent vor fast unüberwindbare soziale Schwierigkeiten stellt. Südamerikas Städte wachsen nicht, sie explodieren. Hier sind es die Indios, die Nachfahren der Inkas, die aus den Bergen in die Stadt an der Küste strömen und rund um Lima einen Gürtel des Elends gelegt haben. Die Indios kommen meist über Nacht. Sie sind plötzlich da und machen sich sesshaft. Primitiv zurechtgemachte Hütten geben ihnen das Recht zu bleiben. Die Hauptstadt hat Arbeit für jeden. Einen Teil der Wohnungssorgen regelt die Sonne. Lima kennt keinen Regen. Ein Eimer Wasser in den Barriadas kostet einen Sol, 15 Pfennig. Der Indio ist ein geduldiger, beinahe fatalistischer Lebenskünstler, aber ein Künstler. Er bringt es zum Beispiel fertig, dass sich Schrottteile in Autos verwandeln, die fahren und fahren und fahren. Die sozialen Fragen sind hier wie fast überall in Südamerika noch ungelöst. Und die Elendsquartiere kontrastieren nicht nur zufällig mit jenen Wohngebieten, die einen kaum vorstellbaren Reichtum widerspiegeln.
Keiner der Villeneigentümer in San Isidro und Miraflores verdient weniger als 20.000 Mark monatlich. Die verspielten, oft mit Kunst und Kitsch überladenen Innenhöfe lassen Reichtümer erkennen, die zum Teil Generationen alt sind. Lima feierte dieser Tage seinen 431. Geburtstag. Unter dem Denkmal Francisco Pizarros, der die Stadt im Jahre 1535 gegründet hat. Präsident Belaunde Terry, jener Mann, von dem es heißt, dass er dem Kommunismus in Peru den Riegel vorgeschoben hat, nahm eine Parade seiner Truppen ab. Die peruanische Armee verbraucht annähernd 70% des Staatshaushaltes. Eine beachtliche Zahl, die nicht nur das soldatische Selbstbewusstsein hebt. Die Nacht gehörte einem Liedermarathon. 10.000 Aficionados kämpften auf einem öffentlichen Platz um ihr Gleichgewicht. 6 Stunden lang. Die exklusive Gesellschaft der Herrenreiter litt nicht wenig unter Zeitdruck, als in der Berliner Deutschlandhalle zwischen 15 Hindernissen der große Preis von Deutschland entschieden wurde. Ein strenges Zeitreglement hatte für jeden Umlauf auf dem gewundenen Hallenparcours ein Mindesttempo von 400 Metern in der Minute vorgeschrieben. Auch dem Franzosen Pierre Duriola blieb nicht die Zeit, seinen hervorragenden Stil zur Geltung zu bringen. Auf Lüteur wurde er nur Zehnter. Überraschend gelang es dem Außenseiter Karl-Heinz Giebmanns, im Gewirr der Zeitfehlerpunkte einen vorderen Platz zu erringen. Ebenso unerwartet der dritte Platz für den Military-Reiter Fritz Ligges auf Alk. Er machte seinen einzigen Fehler am Pariser Ochser. Sehr behutsam und mit gelegentlichem Glück beim Touchieren überwand Herbert Meyer auf dem Hannoveraner Deichgraf die äußerst schwierigen Hindernisse. Seine Taktik, Springfehler zu vermeiden und Zeitfehler in Kauf zu nehmen, erwies sich als richtig. Er wurde Zweiter. Sehr konzentriert, sehr schnell und in gewohnter Eleganz. Der Olympiafuchs-Dozent unter Hermann Schridde. In 2 Umläufen begnügte sich Schridde mit nur einem Viertelpunkt für Zeitüberschreitung. Seinen Sieg erkämpfte er auf einem Pferd, dem ursprünglich ein anderes Schicksal beschieden schien. Denn Dozent wurde nur durch einen Zufall auf der abgelegenen Koppel eines westfälischen Bergmanns entdeckt.